So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Bausimulator 15 mit dem Dino. Hallo. Mein Fuß ist krumm. Das ist wunderschön, da werde ich dir einen Fußchirurgen empfehlen. Mein Fuß ist krumm. Na gut. Macht ja nichts. Das Problem ist jetzt nur. Ja. Du kannst dich ja her teleportieren, oder? Ich kann mich nicht her teleportieren zu dir, das kann ich erstens gar nicht. Und ich kann auch keinen Waypoint setzen. Ja, weil da weiß oben ich. Ja nichts ist. Richtig. Na, wie muss ich denn da jetzt fahren? Muss ich mal kurz gucken. Du bist hier, das heißt, ich muss dort. Naja, da bin ich doch eigentlich gespannt, wenn das ja schon wieder so losgeht. Dort mal dort lang, also da hoch, da rüber, dann über. Ja, ich fahre einfach, ich werde hier ankommen. Pass auf, Leute, gleich gibt's wieder ein kleines Gelächter. Oh, was? Hat's doch gerade wieder gemacht. Nicht? Was hat das gerade wieder gemacht? Sein Dildo. Hat gerade wieder gemacht, sein Dildo. Ah, oh, jetzt macht das. Oh. 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 Schön. So, ich habe da was vorbereitet. Also ich weiß nicht, was der Mobilkran für Probleme hat, aber der war am Anfang nicht so buggy. Das kannst du mir nicht erzählen. Da scheint ein kleiner Produktionsfehler stattgefunden zu haben. So, Moment. Ach, wo fährst du denn rum? Du bist noch in der Stadt. Salat. Weißt du überhaupt, wo du hin musst? Ja, du passt. Warum fahren wir jetzt so langsam? Keine Ahnung. Vor Innensicht. Vielleicht, weil du die ganze Zeit so ein Van mitschleifst? Kommt in den besten Familien. Mit der fünfköpfigen Familie drin, die gerade Todesängste durchleidet. Ach. Weil sie vom verrückten LKW-Fahrer Randy Achim Baudrechsel hier. Die haben ihren Vater noch nicht nackt gesehen. Das sind Todesängste, die sie dann irgendwann mal haben werden. Super. Alter, du bist einfach nicht zum Führen eines Fahrzeugs geeignet. Das muss man also jetzt einfach mal so sagen. Jetzt hätte ich ja gehört schon. Warum halt man an? Weil ich auf die Karte geguckt habe. Immer geradeaus. Wetten, da wartet nicht? Hauptstraße? Oh, krass. Es wird mal gewartet, wenn einer auf der Vorfahrtsstraße kommt. Ja, warum auch nicht reinfahren? Also, am Anfang hast du dich über mich aufgeregt. Ehrlich? Ja, und jetzt bin ich ja der Skill-Profi und du hier der Chaos-Fahrer. Achso, ja. Schlimm. Naja. Ich hatte am Anfang aber noch Hoffnung in dem Spiel. Hab eine Chance gegeben. Das stimmt. Siehst du das? Was? Daniela, was machst du? Oh, warte, warte, Moment. Ringt das bei dir da ganz normal da? Oh, was wie? Ja, das hängt bei mir gerade. Das wackelt zwar ein bisschen nach links und rechts. Das hätte man ein bisschen Seitenwind. Oh. Ein bisschen Starkwind heute. Okay. Ich weiß ja nicht, wo du es aufladen willst, aber hier ist der Tieflader. Ich
Ich würde vielleicht mal das Seil ein bisschen hochnehmen, aber ach naja, ist Naja, eigentlich auch klar. es hängt ja. Der Kran ist bei mir jetzt gerade eingefroren. Randy? Ja. Er hatte irgendwas erwähnt mit, auch wenn es kaputt ist, macht bitte vorsichtig, das Ding war trotzdem schweineteuer. Ich finde es nicht, die akrobatische Meister. Oh, hier ist der Stützfuß weggebrochen. Das kann man nicht ändern, deswegen geht das nicht. Der Stützfuß ist weggebrochen. Oh, hier hinten auch. Naja, kein Wunder. Dass das nicht umgefallen ist schon. Versuchst du wirklich das Teil hier drauf zu verladen? Naja. Naja. Also wenn ich da drin wäre, ich würde mich gerade totkotzen. Windig ist es wieder heute. Aber nur leicht. Nur ganz leicht. Das sei noch nicht aus dieser Laufschiene da rausgesch. Naja, fast. Das Spiel ist so gut. Es klemmt zwischen Zaun und Tieflader. Das müssen wir schon mal. Oh, jetzt schnell runter. Ne, ein bisschen vor noch. Ah, du kannst aber auch nichts lassen. Es hängt bei dir? Mist, ich komm nicht hoch. Passt? Ne, passt nicht, oder? Nein. Dieser Seitenwind ist aber unglaublich. Schiss. Eieieiei. Moment, ich kann's nicht Alter, mehr. das Ding liegt gleich auf dem Dach drauf. Gib da halt mal mehr Schnüre. Ja, das. Jetzt. Nee, du, das wird so nix. Doch, doch, oder? Nur ein bisschen drehen. Ein bisschen nach links. Drehen, links. Drehen. Also, ja, Setup! Ah, es war zu weit. Warte mal. Nee, warte, warte, warte. Ladung befestigen. Ist drauf. Gott sei Dank. Es hat geklappt. So, mal schauen, wo das Kackding hin muss hier. Ach so, nach Kanada, ne? Bestimmt an den Hafen runter. Mach schnell Wette. Kann gut möglich sein, ja. Tschüss. Ist das Fahrzeug jetzt so laut? Warum fährst du nicht weiter? Hä? Ich fahr doch. Nö, du standst gerade die ganze Zeit. Ich bin Ja, aber unterwegs. jetzt, ja, ne, auf jeden Fall zip, jetzt fahren wir wieder. Ah, Gott. Das Fahrzeug ist bei mir urlaut, ey. Ja, alles normal. Auch bei 101 nochmal gescheiten 105 Pferde. Wo ist unser Tieflader? Was? Wer? Alles Ach, da ist hinten noch hinten dran. dran. Gut. Da gerade im Spiegel nicht so aus. Wir hätten rechts rum gemisst. Wir sind Danke. rechts rum. Ich weiß. Ich finde das Motorengeräusch ein bisschen awesome, wenn ich ehrlich bin. Und diese Lecks, ey. Man könnte wirklich versuchen, hier ordentlich zu fahren, wenn man Aber Moment, nicht. Altglas. Alter, hast du eine Macke? Alter. Ey, wenn das Ding hier umflippt, ey. Was Ja, wollte ich ja. denn sagen? Aber man könnte ja wirklich versuchen, hier ordentlich zu fahren, wenn man nicht immer 20 Bilder vorausdenken müsste. Weil sie einfach fehlen. Ja, gut. Das ist ein Thema. Und zwar ein Spargang drinne. Jetzt kannst du mal rausspringen, knallst schön gegen Transporter hier, Junge. Auf jeden Fall. So, ich hoffe, wir sind gleich da. So einen flotten. What the fuck? Den hab ich ja gar nicht gesehen. So. So einen flotten Stil, wie wir hier drauf haben. Naja, alt leider. Klappt nicht mehr. Ja, schade. Das klappt dafür aber noch. Wow. Krass. So, willkommen im Hafen. Wo kann ich das ablocken? Feldenbummel. Was im Hafen? Ah, Ort siehst du, wir entdeckt? haben den Hafen nicht entdeckt. Jetzt haben wir Weltenbummel. Gut, du bist gegen so eine Laterne hier gefahren. Ja, weil das Ding aufgeploppt ist. Wo muss ich hin? Da vorne, siehst du? Gelb? Könntest du dir ein neues Fahrzeug leisten? Nein, könnte ich nicht. Und ja, ach, guck mal, da steht einer. Quatsch mal mit dem.
Hallo, kann ich nicht. Wir müssen transportiere einmal in den markierten Bereich Hafen statt. Komm auf das Weise. Wenn nicht, muss das der Diebleiter machen. Also der, ne, der weiß schon. Na gut, dann müssen wir es abladen. Komm gleich. Denke mal auf die gelbe Fläche. Kommt gut zum Stehen, würde ich sagen. Hallo, Achim, du wurdest von den Jungs vom Elektronikwerk angekündigt. Hier soll ein Tafu in Empfang stehen. Bravo, kein Von mir Tafo. aus. Tofu. Ich hab das schon mal drüber angesetzt. Ach, du Ja, meintest von mit Tofu, meintest du Trafo? Tofu. Ja, das stimmt. Unsere Firma ist hier direkt auf die Ecke und hat sich auf die Unglaublich. Spezialitäten von Tofu spezialisiert. Wieso fragst du, habt ihr Hunger? Ja, unser Chef plant schon länger weitere Lagerhallen für Tofu anzusetzen. Der Hafen in der näheren Umgebung soll ein ganzes Tofu-Lager für die Öko-Aktivisten werden. Also bis dann. Okay, hoffentlich. Tschüss. Juhu, Auftrag abgeschlossen. Aufgabe 1 von 1. Ja, jetzt kommt das nochmal. Wie? Nein, nein, das war jetzt bloß. Die Aufgabe 1 war halt etwas verbuggt. Ah, wir haben neue Sonderaufträge und zwar Lagerhalle mit Anbaubüro. Hurra! So, wir müssen solche Sonderaufträge machen, um Sonderaufträge zu kriegen. Irgendwie hängt's, habe ich das Gefühl. Das Spiel hängt. Ah ne, jetzt geht's weiter bei mir. Bei mir ist Standbild. Ja, So, dann warte jetzt geht's kurz. weiter. So, ich zeig dir was. Ja. Bleib da stehen. So, Achim, ich hab keinen Bock mehr. Die ganze Scheiße macht keinen Sinn mehr für mich. Das funktioniert nicht, unsichtbare Wände. Ich hab gedacht, du weißt das nicht. So, komm hier mit deinem Riesendildo. Ey. Was? Auf der Baustelle? Warte mal, Nein, das Ding kann nein. ich erstmal hier zum Firmengelände. Oh, Fahrzeuge mit Anhänger können nicht geliefert werden. Wie ging denn das? Tja. Aber warte mal, ist doch gleich um die Ecke. Hehe. Ja, haben ist ja gleich um die Ecke, ja. Licht aus, ja. So, naja, wie viel Kohle gab es überhaupt dafür? 16.000. 16? 16. Ist nicht viel. Gerade hat ein Typ aus dem Industriegebiet am Hafen angerufen. Einer seiner Mitarbeiter meinte, du hättest ihm Tofu empfohlen, dich mal mit uns in Verbindung zu setzen. Ich würde wohl Sag ihn mal, steht da persönlich wirklich kennen. Tofu? Nein. Da, ach da, das muss der Kerl sein, der das Tofu abgeliefert hat. Ein netter Typ, schöner Öko. Was wollten Sie denn? Es geht wohl um eine größere Tofu-Lagerhalle. Sie suchten schon lange Möglichkeiten, Bratwurst und andere Spezialitäten mit Tofu zu entwickeln und bräuchten dafür das passende Bauunternehmen. Das freut mich. Der Umzug in die Stadt hat sich echt gelohnt. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Lass dir das Tofu schmecken. Weiter geht's. Okay. Es hängt. Bei mir nicht. Jetzt Falsch. hängt's. So, Platz 1, verdichte den markierten Bereich. Verdichten, Aaron. Pack erstmal den Und Anhänger. Oh. springen. Alter, das Spiel leckt wie Scheiße gerade. Jetzt wird immer mehr. Ja, das Gefühl habe ich auch. Knapp dich in die Walze und wird ehrlich. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Oh ja, immer. Meinst du, so viel zu verdichten? Moment, muss ich mir erst Ich angucken. prüfe. Ja, doch. Ach, zäun nicht rum. Warte mal, was müssen wir noch machen? Was müssen wir noch machen? Aufträge. Ach du Scheiße. Für dich im markierten Bereich, dann viermal Armierungseisen. Kannst du schon mal das Gelümbe holen, Smirella? Gieße vorbereitende Elemente.
Vier Verschalungselemente. Diese vorbereitenden Elemente. Zweimal Wandgrundierung, zweimal Zementsack. Kann man noch am Hof. Kiese vorbereitende Elemente. Acht Fertigwand. Von der Fertigwandfabrik. Zwei Versiegelungen von einem Baustoffhändler. Und zweimal Bitumen. Gott. Soll ich da schon mal die vier Armierungseisen holen? Jojo, hol schon mal die Armierungseisen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Die Däumchen da lasst nicht vergessen. Und ja, bis denn, haut rein. Tschüss, tschüss. Tschüss.